Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Dune. Ja, schauen wir uns nochmal unsere Aufgabe an. Wir sollten zwei neue Sieges besuchen. Jetzt muss ich aber leider nochmal diesen he freundlichen Herrn hier fragen, wo die denn genau waren. Genau. Okay. Ui. Ja, wo waren die denn jetzt? Ich glaube, ich muss mir meine alte Folge wieder angucken. Gehen wir wieder raus. Ich meine, soweit ich das weiß, war da was in westlicher Richtung, ne? Ach nee, da sind sie doch. Kataktabre und Tuono Tuek. Fliegen wir am besten nach Kataktabre als erstes. Ne? So, da beginnt unsere Animation. Sollten wir überspringen oder einfach fliegen? Ich würde sagen, wir fliegen die Strecken da beim ersten Mal durch. Und dann beim nächsten Mal überspringen wir die einfach, weil, wie gesagt, ich weiß immer noch, wir müssen die Sieges entdecken. Und das ist auf jeden Fall, jeden Siege, den wir dazu bekommen, ist auf jeden Fall super, super, super wichtig. Ja, so, da sind wir sogar schon. So, gehen wir mal rein in die gute Stube. Oh, da wird direkt das 3 verlangt. Eine Sekunde bitte. Da bin ich auch schon wieder. Da sind wir schon im Siege. Ich spreche mit Gurney. Sollst besser mit den Fremen sprechen. Gut, danke für den Tipp, Gurney. So, du bist also dieser Paul Atreides, von dem wir schon so lange gehört haben. Das so lange habe ich gerade eingefügt. Mehr nicht. Dann werden wir auch hier den nicht zum Arbeiten. Oh doch. Ach, das finde ich gut. Dann werden wir mal die Befehle an die Trupps geben. Hoffentlich haben die auch hier so ein. Ja gut, ist hier Truppenaufgabe, Gewürz. Okay. Ausrüstung verändern. Dann gibt es irgendeine Ausrüstung. Nein, nur unseren Onitopper. Dann werden wir die Truppenaufgabe so verändern, dass er Armee. Okay. Scheiße. Ja, wir können noch nicht damit beginnen. Okay, wir können hier nicht viel ausrichten, so wie das aussieht. Okay, ich vermute, dass es einen Trupp Gewürzjäger gibt. Es muss einen geben. Ich bin sicher, dass hier in der Nähe ist. Vielleicht in einem bereits nach Gewürz untersuchten Sieges. Okay. Wir gehen mal zurück. Jetzt habe ich aus Versehen auf die Karte gedrückt. Wir gehen mal wieder raus aus der guten Bude hier und nehmen noch mal einen Onitopper zu diesem etwas, was ist das eigentlich? Oh, Narkonpalast. Zu diesem entfernten Siege. Entweder vielleicht finden wir zwischendurch einen, was sehr geil wäre, oder wir haben da wirklich Gewürzsucher, die wir irgendwie für unsere Sache rekrutieren können, sage ich jetzt einfach mal. Oder wir scheitern da. Das kann natürlich auch passieren. Will ich ja nicht anzweifeln.
Es scheint Tag zu werden. Wir befinden uns Tag 3. Also die Uhr läuft auf jeden Fall immer mit. Naja, auch wenn ich in den Menüs am Rumkrautern bin, die Uhr läuft immer mit. Gehen wir mal rein. Mal gucken, wen wir hier so treffen. Direkt hier vorne einen freundlichen Fremen. So, du bist also der Paul Atreides, von dem wir schon gehört haben. Japp. Njam, njam, njam. Vielleicht mag er für mich arbeiten. Arbeite für mich. Ja, mein Trupp kann für dich arbeiten. Dann schauen wir uns doch mal die Trupps an. Mein Trupp ist in Tuonotonek. Warte auf deine Befehle. 25%. Truppenaufgabe. Werde Gewürzspezialist. Njam, 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 njam. Truppenaufgabe wählen. Werde Armeespezialist. Geht auch nicht. Was haben wir an Ausrüstung? Nichts. Fertig. Keine weiteren Befehle. Okay, wir sprechen nochmal mit Gurney. Vielleicht hat er eine Info. Es muss einen geben. Okay, wir haben natürlich schon einige Sieges, die für uns am Arbeiten sind. Und da fliege ich natürlich jetzt direkt zu unserem ersten Siege rüber. Ich glaube, da haben wir auch noch den besten Stand. Das wäre hier Kataktuek. Und die arbeiten, glaube ich, gar nicht für uns im Moment. Oder doch? Wir fliegen mal rüber. Wir werden rüberfliegen und dann werden wir mal gucken, was die denn so für uns haben. Ja, diese Flugsequenz lasse ich auch laufen. Die haben wir natürlich noch nicht gehabt. Von daher. Und es ist Tag 3. Es wird langsam Mittag. Da ist schon der Siege. So, dann mal rein in die gute Stube. Sprechen wir mit dem Anführer der Fremen. Ein Trupp Fremen kam eines Tages hierher. Ja. Nein, wo sie jetzt sind, wissen wir nicht. Anfangs schienen sie unfreundlich, aber sind in Ordnung. Okay. Ja. Okay. Der war hier. Ist hier durchgekommen, aber genaueres können sie uns auch nicht sagen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch ein anderes Siege abfliegen. Ich rede nochmal mit Gurney. Okay, der sagt auch immer dasselbe. Dann gehen wir mal wieder raus. Nimm einen Ornithopter. Wir sind also jetzt hier. Fliegen wir zum ersten Kataktuek. Den werde ich mal eben überspringen, den Flug. Den hatten wir nämlich schon. Sprung zum Ziel. Gehen wir rein. Anführer der Fremen. Quaken wir mal direkt an. Ja. Mist. Okay. Also, Gurney Hellig sagt immer noch dasselbe. Sei still. Gehen wir raus. Ich weiß nicht, ob der zweite für uns arbeitet oder nicht. Wir können das aber auf der Karte, glaube ich, sehen. Wenn der nämlich für uns arbeitet. Ne, die machen noch nichts für uns. Die können wir mal einen Routinebesuch abstatten. Ansonsten fliegen wir dann mal noch nach da oben hin. Karte ausblenden. Mein Ornithopter. Weiter geht's nach dahin. Kartak Timin. Sprung zum Ziel. Reden wir mal mit dem Knaben. Vielleicht macht er jetzt was für uns. Das ist unsere Dienste sucht. Die Gewürzsuche ist eine gefährliche Arbeit.
die hohe Geschicklichkeit erfordert. Aha. Da bist du bei mir richtig. Mein Trupp ist auf die Gewürzsuche spezialisiert. Soweit ich weiß, sind wir der einzige Fremen-Trupp, der dazu fähig ist. Sehr schön. Fremen? Arbeite für mich. Ist ein schönes Gefühl, wenn unser Wissen geschätzt wird. Ja, Paul Atreides, wir werden für dich arbeiten. Perfekto. Gut. Nur Truppenaufgabe wählen. Werde Gewürzspezialist, natürlich. Weiter. Hier, nimm diese Karte. Bekommen wir so eine Karte. Jetzt versetzen wir ihn erstmal nach hier, weil er muss da erstmal suchen. Weiter. Achso. Okay, Trupp bewegen. Zeig mir die drei nächsten Siege, die ich besuchen soll. Den. Und den. Danach gehst du nochmal hier hin. So, da haben wir die direkt koordiniert. Man sieht, die sind in Bewegung. Wir wachsen immer wieder hier raus zur Hauptansicht. Ach nee, Karte ausblenden. Ich will halt immer über den Button machen, das funktioniert gar nicht. So. Ja, Leute, wir sind schon wieder am Ende einer wunderschönen Folge angekommen. Wie immer mein Aufruf zu kommentieren, euch zu beteiligen. Besucht mich in den Foren, PN oder im Kanal mal einen Kommentar schreiben. Ja, ich würde mich darüber freuen. Ich beende damit diesen Part. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.